Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti-Birn-Bande. Wir sind heute beim 144. Tag und mich hat es total erwischt. Ich bin total krank. Heute zum 29.10. bin ich total im Eimer. Aber glaube ich, das erste Mal habt ihr auch schon miterlebt, wo ich krank war. Ist ein bisschen traurig. Ich weiß auch nicht, wann das jetzt schon wieder so wird. Aber wir werden uns nicht davon abhalten, unsere Folgen aufzunehmen. Außer, dass ich halt ein bisschen nasal klinge. Es tut mir auch leid. Kann auch sein, dass man nebenbei niese oder huste. Ich hoffe, das nimmt mir nicht so übel. Aber, ja, was soll ich sagen? Ist halt leider so. So, wir spielen gegen Zerg. Und spielen ein bisschen spaßig. Versuchen halt mehr zu ärgern. Zerg. Lassen uns dann nicht von Lurkern fertig machen. Und dann ist alles gut. Uiuiui. Ich krieg auch echt schlecht Luft gerade. Durch die Nase. Die Nase ist komplett zu. Das ist irgendwie so die Jahreszeit. Es ist so trüb draußen, schlechtes Wetter, Zeitumstellung. Es macht halt alles, wirkt sich halt alles auf alles aus. Deswegen ist man halt nur schnell krank. So, will natürlich die Echse zuerst. Also Gate, Gas, Echse und dann, also 20er Echse. Und die laden ein bisschen den Zerg. Mist. Nicht genug delayed. Definitiv nicht genug delayed. Aber wird bestimmt noch keinen Pool haben. Nein, hat er nicht. Das ist schon mal gut für uns. So, der geht runter. Wird er bestimmt gleich die dritte nehmen. Dahin. Und der baut uns hier unser Exe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Zack. So, und jetzt kommt noch der Kinovenedikern. Der Vorteil ist, wir könnten theoretisch hätten auch Kennen löschen können. Weil er hat ja auch keinen Pool gehabt. Das könnte man eigentlich nur noch antäuschen. Das ist eigentlich voll die Idee. Na gut, Erasmus. Da wollte er nicht drauf reinfallen. Bis dahin, du gehst runter. Nee. Alles falsch, alles falsch. Und wir bauen Fliegerost. So, wir müssen noch gucken, ob er der dritte genommen hat. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, wenn er keine dritte genommen hat, ist es dann nicht so schick. Doch, da ist der dritte. Sehr schön. Können wir auch noch einen zweiten Adept bauen und versuchen ein bisschen zu ärgern. Kommt aber nicht rein, mein Freund. Was wünscht? Ehre den Neiner. Hor Salah. Mich ein bisschen gewundert, dass es so schnell ist. Ich bin hier in den Schatten. Der Raku.
vergessen. Wir haben Pilots nicht vergessen. Teleportation erfolgreich. Dann gucken wir rein. Die Himmel warten. Wie Sie sehen, haben wir nichts. Glück der Einheit. Extrapoliere streng. So, der Weg nicht, ist klar. Darf nicht sterben. Ajur. Das wollte ich und das machen wir die 4. Produzieren so schnell wie möglich Unsterbliche und Stalker. Nachdem wir ein paar Pylonen gesetzt haben. So, wir sollten auf jeden Fall langsam nächste Echse nehmen. Teleportation erfolgreich. So, wir sollten auf jeden Fall nochmal scouten gehen. Auf den Schwingen der Gerechten. Ich verstehe. Wir deuten. So, und wo sind die Roaches? Da ist eine Queen. Ich spüre. Nicht irgendwo noch ein zweites. So, und der muss hier hin. Ich sehne mich nach dem Kampf. Also mal gucken, was er hier gebaut hat. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Ich fühle mich. Verstanden. Sha'azul, du Templari. Ein was, natürlich. Wo verbirgt sich der Feind? Ach, die Dinger. Ich verstehe. Zeitfenster ist klein. Sie brechen durch! Wie kann ich euch helfen? Rufe Zeit für den Kampf! Ich durchstreife nicht allein. Ich füge mich. Lasst uns die Strenge des Schicksals liegen. Hat zwar hier ein bisschen unser Strom weggenommen, aber sind sie weiter wild. Das Zeitfenster ist klein. Es ist vorherbestimmt. Mineralienfeld erschöpft. Verstanden. Ein Omen. Nase frei. Wir deuten. Ich verstehe. Es ist vorherbestimmt. Schon ein paar Hydras. Das ist natürlich nicht so geil, aber wir können die Echse killen. Subtai. Extrapoliere Strenge. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Narbe rasch. Verstanden. Für die Ehre. Sha'azul, du Templari. Quatsch. Sha'azul, du Templari! Ich durchstreife die Galaxie. Zeit für den Kampf! Für die Ich sehne mich nach dem Kampf! Hier benötigt ich brauche ich gar nicht. Dies müsst ihr in einem
Operation erfolgreich. Wo verbirgt sich der Feind? Anna. Erneut diene ich. Xabi. Und noch mehr Operation erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayur. Auch mehr Gas von eine Flotte. Ihr habt nichts. Kommt er. Mein Leben für Ayur. Erneut diene ich. Ihr habt. Mein Leben für Ayur. Mein Leben für Ayur. Nur die Hälfte meiner Worker in Gas. Erneut diene ich. Ihr Mineralien, ihr habt nicht gesagt. Mein Leben für Ayur. Ihr habt nicht gesagt, die Templari. Die Verschmelzung. So, wir sollten mehr. Mein Leben für Ayur! Mineralienfeld erschöpft. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Komm, noch mehr. Ihr habt nicht. Eure Sonden werden angegriffen. Komm, noch viel mehr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayur. Wir stellen. Oh nein. Wir haben schon welche. Oh, ich hasse die Dinger. Mein Leben für Ayur! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayur! Für die Ehre, ich durchstreife die Galaxis. Jetzt haben sie meinen Observer erwischt. Basis wird angegriffen. Zeit für den Kampf. Mein Leben für Ayur. Ich hasse die Dinger. Basis wird mein Leben für Ayur. Meine auf Bier. Die sind einfach übertrieben hat die Lurker. Warum baut denn der das nicht? Lurker und Hydra sind einfach übertrieben. Es ist einfach so. Es ist, bleibt und ist einfach zu übertrieben. Lurker. Oh.
Genug! Basis wird angegriffen. Ja, GG. Lurker. Lurker kann ich auch gewinnen. Das ist einfach eine übertrieben harte Einheit. Und ja, ist so. Ist und bleibt einfach so. Das ist wie Panzer. Nur Panzer muss man nicht aufdecken. Das ist der Unterschied. Ist nochmal derselbe, oder? Ich weiß gar nicht. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall killen, bevor er seine Lurker hat. Ist mir scheißegal, wie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. War ich bei dem letzten Spiel so weit vorne? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und dann verliere ich nur gegen diesen scheiß Lurker. Immer und immer wieder. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was will er jetzt mit seinem Scheiß? Hat er geguckt, ob ich kenne Rusche. Ihr habt nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. 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 Ihr habt nicht genügend. Schon die dritte. Da vorne. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Thank you.
So, jetzt hätten wir nur noch Geld, dann machen wir ein All-In raus. Auf jeden Fall zwei Unsterbliche. Wir dienen mit Stolz. Niemand kann uns auf. Los geht's. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Lasst uns eure Sorgen zu Basis. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai. Das hatte das sehr geknüppelt. Wir stehen. Ayur wird erneut. Mineralienfeld erschöpft. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Die Templer rücken vor. So soll es geschehen. Unser Denken gleicht sich. Für den Ruhm. Ihr habt nicht.
Die Erstgeborenen werden auf. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Krieger bekämpfen den. Vermeult. Mineralienfeld erschöpft. Brutas. Shit. Die Erstgeborenen werden Feindkontakt. Das ist gut. Die Tempel. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Mineral. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Hoher Salat. Eure Sonden werden angegriffen. Für den Ruhm. Auslöschung. So soll es geschehen. Lasst unsere Feinde unsere Erschlichtung. So, naja, leider nicht gewonnen. So, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Moodybär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Moodybären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Moodybär. Tschüss.